erstmal auf die Einhaltung der eigenen Gesetze zu achten. Die sehen sowas doch nun wirklich nicht vor. Verrückte Welt. Was Sie auf jeden Fall noch wissen sollten, Medea Benjamin ist 2005 für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen worden und hat im vergangenen April den Gandhi Peace Award bekommen. Beides hier. Ja, genau. Beides ihr persönlich zugedacht, aber sowas hilft natürlich auch der Organisation, in der so viele Frauen und Männer eine mutige Rolle spielen. Ich verkneife mir jetzt eine ausführliche Bemerkung über den Friedensnobelpreisträger von 2009. Es hat offensichtlich keinen Sinn, diesen Preis in der Hoffnung zu vergeben, derjenige möge sich dem Frieden besonders verpflichtet fühlen. Schade. Aber man sollte sich wieder darauf besinnen, Menschen auszuzeichnen und zu ehren, die sich unter Einsatz ihres Lebens und ihrer Gesundheit für den Frieden tatsächlich eingesetzt haben, weil das zumindest die Chance bietet, andere zu ermutigen, ähnlich zu handeln, statt diesen renommierten Preis auf die Weise zu entwerten. Mir geht es übrigens wie Medea, auch ich hatte große Hoffnungen auf Barack Obama gesetzt. Aber offenbar waren wir durch das Auftreten von George W. Bush Jr. so beschädigt, dass uns alles andere paradiesisch erschienen ist. Medea Benjamin, Elsa Rasbach und Ty Berry kommen gerade aus Großbritannien, wo sie sich an einem großen Protestcamp der Friedensbewegung gegen die NATO beteiligen. Da fliegen sie nach dem Termin auch wieder hin. Denn am kommenden Donnerstag und Freitag findet ja dort der NATO-Gipfel statt. Auf die NATO komme ich gleich nochmal zu sprechen, das geht am Antikriegstag gar nicht anders. Schon gar in der augenblicklichen geopolitischen Lage. Aber jetzt möchte ich mich zunächst voll den anderen Preisträgern widmen. Lebenslaute, dieser Zusammenschluss von Musikern, die sich einmal im Jahr zu einer ungewöhnlichen, großen Aktion treffen, Lebenslaute gegen menschenfeindliche Politik, Musik als gewaltfrei, als Mittel gewaltfreien Widerstandes. Lebenslaute ist eine Ecke älter als Kurt Pink. 1986 hat es begonnen. Ich wollte jetzt eigentlich die Namen derjenigen nennen, die nachher den Preis entgegennehmen und ihnen auch verraten, wer zu den Gründungsmitgliedern gehört. Aber die Gruppe ist so sehr Gruppe, dass es ihnen lieber ist, wenn ich keine Namen nenne. Also lass es. Dagegen protestiert wurde, die amerikanischen Pershing 2 Raketen auf deutschem Boden zu stationieren. Wissen Sie noch? Pershings gegen die sowjetischen SS-20. Da wurde der Stationierungsort Mutlangen blockiert. Haben Sie noch die Bilder von den Sitzblockaden im Kopf? Und genau dort fand die erste Konzertblockade statt. Ein paar Bilder konnten Sie ja schon sehen. Mit der Klampfe saßen ja viele da. Sie gehörte von jeher zu diesen Protestaktionen dazu. Es entstand ja quasi ein neues Genre der Liedermacher. Aber klassische Musik in Orchesterstärke, das war denn doch eher ungewöhnlich. Und noch etwas war ungewöhnlich. Damals bei dieser Premiere sind letztlich 120 Musiker zusammengekommen. Darunter welche, die bereits politisch interessiert und engagiert waren, aber auch schon mal bei der einen oder anderen Demonstration teilgenommen hatten, aber eben auch solche, die durch die Musik und diese Aktion überhaupt erst aufmerksam wurden.
das beste Beispiel, habe ich gehört, war wohl der damalige erste Konzertmeister im Orchester des Süddeutschen Rundfunks. Er war vorher noch nie auf einer Demonstration. Aber er war gegen Raketen und er ist gekommen und hat mitgespielt. Durch dieses Konzert in Mutlangen, 28 Jahre ist das mittlerweile her, entstand die Idee, klassische Musik auch weiterhin für zivilen Ungehorsam einzusetzen. Und das Besondere daran, die Veranstaltungsorte bringt man eher nicht mit Konzertgenuss in Zusammenhang. Sie stehen normalerweise dafür auch nicht zur Verfügung. Es passiert halt da. Und die Musiker erscheinen in Orchesterkleidung. Dieser Stilbruch, so läuft man ja nicht unbedingt auf eine Demonstration, oder begibt sich in Situationen, in denen man damit rechnen muss, vorübergehend festgenommen zu werden. Dieser Stilbruch wirkt in der Tat aus sich selbst heraus gewaltvermeidend. Wir wollen mit Stil stören, so hat es eine Teilnehmerin mal ausgedrückt. Und das funktioniert offenbar. Es geht um zivilen Ungehorsam, es geht um Widerstand an Orten, wo alle vorherigen Proteste nichts genützt haben. Übrigens auch mit Blick auf Aufmerksamkeit nichts genützt. Hat sich keiner für interessiert. Es gibt eine ganze Reihe von Beispielen, wo örtliche Bürgerinitiativen oder Widerstandsgruppen von der lokalen Presse nicht wahrgenommen worden sind. Aber beim Auftritt eines ausgewachsenen Orchesters, da kommt man aus der Chronistenpflicht eines Journalisten ja schlecht raus. Das ist spektakulär, das lässt sich nicht verschweigen. Ein Teil der heute anwesenden Lebenslaute-Mitglieder kommt genau wie die drei von Code Pink von der Arbeit sozusagen. In dem Fall aus Eisenhüttenstadt. Dort befindet sich die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber in Brandenburg. Und das war der Veranstaltungsort für das diesjährige Konzert. Wenn man einen Blick in die Statistik wirft, dann stellt sich heraus, dass die meisten Aktionen, nämlich 17, sich gegen Militärisches richten. Stationierungsorte, Truppenübungsplätze und so weiter. An zweiter Stelle steht das Thema Atomkraft und seine Gefahren. Wer redet heute noch von Wackersdorf? Der Wiederaufbereitungsanlage, die nie gebaut wurde und trotzdem so viel zerstört hat. Im realen und im übertragenen Sinne. Und an dritter Stelle folgt das Engagement für Geflüchtete, so wie eben auch in diesem Jahr. Ich wollte Ihnen ja noch sagen, warum ich mich besonders freue. Über Lebenslaute, weil meine persönliche Beziehung zu Musik eine sehr starke ist und ich von klein auf die völkerverbindende Wirkung von Musik erlebt habe. Weil sich nur durch Musik und nicht durch Worte Empfindungen ausdrücken lassen, die zutiefst menschlich sind. Mein Vater war Konzertmeister im Sinfonieorchester des Westdeutschen Rundfunks in Köln. Und er hat mich früh gelehrt, dass Schubladendenken Blödsinn ist. Von wegen E- und U-Musik, ja, Ernste und Unterhaltungsmusik und überhaupt, Schubladendenken ist Blödsinn. Kurz und gut, weil auch ich auf die Kraft der Musik vertraue, freue ich mich über den Preis an Lebensmut. Wenn Menschen in einem Land, das weltweit an Ansehen verloren hat, weil Foltermethoden und solche Einrichtungen wie Guantanamo nun wirklich nicht zu den propagierten Werten passen, wenn Menschen in solchen Ländern, also hier konkret die USA, deutliche Signale setzen, dass sie damit nicht einverstanden sind, dann freut mich das besonders. Unter anderem deshalb, weil es der Gefahr vorbeugt, von einem Feindbild ins andere zu fallen. Es zeigt, dass es weltweit Menschen gibt, ob sie in den USA, in Russland oder wo auch immer leben, die sich nichts sehnlicher wünschen. Frieden.